Hallo und willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3 mit unserer wundervollen ersten Frau, Winfrieda, Gräfin Winfrieda. Ja, wir sind immer noch eine Grafschaft und es wird auch noch lange dauern wahrscheinlich, bis wir überhaupt irgendwie rauskommen. Unser Plan war ja, uns erstmal aufzubauen sozusagen. Wir können so schauen, was wir für Ansprüche haben, aber alles... Ein Kind wächst in meinem Schoß. Mein Gemahl, Graf Baldur, wird stolz sein. Oh, endlich ein Kind. Na, schauen wir mal, was wir da bekommen für ein Kind. Ich dachte schon, ich habe bald keine Nachfolger mehr hier. Krieg zu führen wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht so klug. Da ist zwar unser Bruder... nee, das ist gar nicht unser Bruder. Es ist unser... Onkel, genau, unser Onkel, der noch Ulm inne hat. Dann haben wir noch auf Zürich und Aargau Anspruch. Und Aargau ist auch unser Onkel. Und Zürich auch. So, ich glaube aber, er hier mag uns gar nicht. Gegen ihn könnten wir fast Krieg führen. Mein Mündel, Malmfriede ist nun erwachsen und es ist an der Zeit für sie, meine Obhut zu verlassen. Und gut, so, wir werden Titel erben. Wir sind Aargau, die erste Nachfolge. Und die zweite von Ulm und Zürich und Aargau. Wie kommt denn das? Also wir sind die erste hier. Nachdem er halt tot ist, ne? Ich glaube, ihn können wir ihn irgendwie beseitigen. Würde nichts werden. Nein, das auch nichts. Da sind wir einfach nicht gut genug. Okay, und Krieg ist aktuell noch keine Option. Ich muss erst mein Heer und meine Soldaten ein bisschen auf Vordermann bringen und mich hier ein bisschen einschleimen bei unseren Rat, bei dem Ratskanzlern. Sonst haben wir da überhaupt gar keine Chance. Aber wenigstens gehen wir überall hier ins Plus. Ja, man sieht es. Unsere Bekanntheit, wir sind 8 Bar. Geht auch ins Plus. Ja, Familie, also Dynastie, Kulturoberhaupt ist König Volkmar von Ostfranken, vom Ostfrankenreich. Nachdem die vorgesehene Unterhaltung beendet war, doch Ludwig verhinderte dies, indem er seine Lesung vorschlug. Östlich des Indus, ich liebe dieses Buch. Schön. Da wird mir glatt mal vorgelesen. Hier im Baden ist noch relativ schlecht. Oh, wen haben wir? Eberhard. Ach, schön. Einen Jungen. Sehr schön. Wir haben einen Jungen zur Welt gebracht. Unseren Erben. Unseren ersten Erben. Wie alt sind wir denn überhaupt? 20 erst. Ach, wir haben viel Zeit auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich unsere beiden Grafen hier überleben. Das könnte schon mal ein gutes Zeichen sein. Oh, was ist denn hier? Ein Bauernaufstand? Uiuiuiui. Gegen Grafschaft Eichstätt. Ha? Dann schauen wir mal, was wir hier noch tun können. Ja, wie gesagt, unser mickriges Militär. Ja, vielleicht können wir irgendwo... Naja, ich glaube, wir können erstmal ein bisschen ausbauen. Vielleicht sogar im Baden. Nee, da ist, glaube ich, da brauchen wir 150 sonst. Oder, ja, doch, wir könnten ein Jagdrevier dort. Jagdrevier wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Das errichten wir hier mal. Ein Jagdrevier im Baden. So, dass wir unsere Truppen ein bisschen erhöhen. Also Einkommen ein bisschen erhöhen. Und dann schauen wir mal, was hier noch passiert. Oh je, da kommt ein riesiger Trupp. Sieht nicht gut aus für die Bauern. Wenn das Verbündete sind. Ich schätze ja. Dann werden die Bauern gleich niedergerungen. Haben wir bisher noch nicht die Probleme. Aber wir sind ja auch eine kleine Grafschaft. Ich muss nur aufpassen, dass die uns nicht zuerst hier lynchen oder sonst irgendwas.
Ja, wenn ich jetzt hier gegen Ulm in Krieg ziehen würde, oh je, überhaupt gar keine Chance. Und gegen ihn hier, den bösen Onkel, auch nicht. Nun gut, wir müssen ein wenig warten, wir müssen Geld scheffeln. Wir müssen schauen, wohin auch immer ich gehe. Mein Ratsverwalter Ludwig folgt mir. Dieser Blick in seinen Augen, die Worte auf seinen Lippen, ich weiß genau, was er will. Okay, egal was ich jetzt auswähle, ich kriege auf jeden Fall Anspannung. Lasst mich allein allesamt. Ihr haltet 40 Anspannung. Ach, wir sind lüstern, ne? Ah, niemals die Welt so eine abartige Natur erfahren. Aus Azel. Wie süß, aber nein. Weil ihr lüstern seid, religiöser Eifer. Oh, das schließt sich natürlich gegenseitig aus. Gut, dann werden wir das Komplott abbrechen. Die Verführung von mir. Ich habe ja hier noch meinen Graf Baldur, der mir hoffentlich noch Kinder schenkt. Kann ich mich vielleicht mit meinem Onkel verbünden? Wahrscheinlich nicht. Nein, der will nicht. Na gut. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal mehr Glück. So, in Grüningen haben wir einen Getreideäcker gebaut. Das ist schon mal gut. Und das Bündnis ist ausgelaufen mit unserem Bürgermeister, weil er hier verstorben ist. Das ist natürlich schlecht. Das war unser einziges Bündnis. Sonst haben wir keines. Mein Erzeugwart Björn nähert sich mir in besorgter Miene. Meine Fürstin, ich mache mir zunehmend Sorgen um das Euro-Erf. Artefakte, fränkische Glücksmünze. Es ist völlig dahin, es fällt auseinander. Ich hätte einen Vorschlag zu seiner Rettung. Unlängst gewann ich auf einem Jahrmarkt beim Würfelspiel eine staubige Schriftrolle von den zwielichtigen Gesellen. Eine sehr glückliche Fügung, da der Inhalt bestens zu meinen aufkeimenden Interessen an der Alchemie passte. Die alte Schriftrolle beschreibt ein geheimes Gebräu, mit dem sich jedes Artefakt so behandeln lässt, dass es noch besser wie neu wirkt. Bitte lass es mich versuchen. Die Behandlung ist nicht erfolgreich. 45%. Das Artefakt wird vernichtet. Oh mein Gott. Nein, ich rühre es nicht. Nein, 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 nein. Nicht mit diesem Gebräu. Hört mir auf. So, mein Ratsmitglied Ludwig ist verstorben, der mich noch verführen wollte. Na gut, dann darf jetzt hier Beringa ran. Ja, unser Artefakt hat niedrige Haltbarkeit. Das ist schade. So, die am Krieg Lehensherr zieht in den Krieg. Okay. Wer ist denn jetzt mein Lehnsherr Bayern, ne? Gegen das Ostfrankenreich. Sollen wir da mitmischen? Okay, was möchte er denn haben eigentlich? Was ist denn der Grund? Er will einen umkämpften Titel. Was möchte er denn haben? Ach, der möchte. Oh, nee, da kann ich ihn nicht unterstützen. Sonst komme ich ja nie wieder aus seinen Fängen raus. Das sollen die mal schön alleine klären. Der will das Ostfranken, den Titel des von Ostfrankenreich. Ja, jetzt belagern die natürlich mich. Baden, was natürlich sehr nett ist, dass die direkt auf mich zukommen. Ah. Na gut, wir gehen hier erstmal weiter in der Verwaltung. Senken ein wenig die Baukosten. Ah, was war da? Jagdhütten in Baden gebaut. Sehr schön. Das haben wir wenigstens beendet, bevor sie die Belagerung hier durchgesetzt haben. Und wir haben ihn beeinflusst. Sehr schön. Er ist jetzt nur noch minus 9. Okay, dann machen wir mal bei ihm hier weiter. Wir beeinflussen ihn erstmal und schauen mal, ob wir für ihn eine Heirat arrangieren können. Okay, was ist das? Ja, okay, Irmgard. Sie gehört zu gar nichts. Sie ist fränkisch, keusch. Wäre das was für euch? Irmgard, du kriegst Irmgard.
Ja, vielleicht hilft's ja, ne? Wenn er keine Frau hat. Der Ratskanzler darf sich mit meinem anderen Höfling zusammentun. Oh, und er hier. Er ist schon verheiratet. Und er ist aber noch nicht verheiratet. Es ist mein Ratsspitzel und mein Ritter. Schwäbisch. Was Fränkisches wäre schön. Katharina. Sehr schön. Da haben wir mal ein bisschen was Gutes getan hier. Wir können Volkmar den Krieg erklären. Ja, das ist natürlich wow. Was soll ich dazu sagen? Eine gute Idee auf jeden Fall. Müssen wir doch unseren Rat hier. Ah, wir haben die Kontrolle verloren über Baden. Wir haben die Belagerung von Baden verloren. Naja, natürlich. Ging ja auch gar nicht anders. Wie sollte ich das auch gewinnen? Ja, ich hab mich ja noch nicht mal. Wir verbessern natürlich direkt das Jagdrevier in Grüningen. Ich habe mich ja noch nicht mal wehren können. Besser gesagt, ich bin dem Krieg ja gar nicht beigetreten. Das macht ja gerade meine Lebensherr, macht das aus. Es gibt einen ruhigen Moment, mein Sohn und Erbe Eberhard steckt so voller Fragen. Ich versuche nach Kräften seine Neugier zu ermutigen, doch der ständige Strom von Gedanken und Fragen treibt mich am Rand der Erschöpfung. Wenn ein Vater und eine Mutter einander sehr, sehr, sehr lieben. Eberhard Raffensperger, neugierig. Okay, das ist was sehr Gutes. Wir sollten mal ihn einem Mündel zuweisen. Ah, komm, das ist eher besser. Naja, wäre mir ein bisschen lieber. Dann machen wir das so, dann soll er Mündel von ihm werden. Er unterrichtet Eberhard auf jeden Fall mal. So, da sind 5000 Truppen der Bayern. Und da ist Ostfrankreich. Will hier Nürnberg wieder bekommen. Das sieht gut für unseren Herrn aus. Sollte man doch beitreten und unser Land hier wieder befreien. Aber das würde uns gerade gar nicht groß helfen. Mein Höfling Katharina hat etwas Eigentümliches an sich, doch ich vermag nicht genau zu sagen, was es ist. Vielleicht spielt mir auch nur meine Fantasie einen Streich. Und dennoch hält mich dieses ungute Gefühl nachts wach. Was ist denn das hier? Okay, was geht dir vor sich? Katharina sagt die Wahrheit. Katharina, 70% sagt die Wahrheit. Die Wachen halten respektvollen Abstand zu Katharina, aber sie sind bereit, sie jederzeit zu ergreifen. Sie scheint sich dessen auch bewusst. Ihre Schultern sind ungewöhnlich angespannt. Warum habt ihr mich gerufen, mein Lehnsherr? Möchtet ihr mich etwas fragen? Die Entschuldigung fließt aus einem meinen Mund wie Gift, aber als ich den Blick von Katharina sehe, beschleicht mich Zweifel. Das ist nicht Schuld, das ist Trauer. Ich habe euch immer treu gedient, ruft sie, ich würde euch niemals hintergehen. Okay, ich habe mich getäuscht. Entschuldige mich von ganzem Herzen, Katharina. Ja, das werden wir machen. So viel können wir uns leisten, an Prestige abzugeben, dass wir ein bisschen besseren Stand bei Katharina wieder haben. Wenn wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Ich würde Baden halt schon wieder gern befreien, ne? Wollten wir einfach doch dem Krieg teilnehmen. Kann ich eigentlich irgendwas Mäßiges gegen ihn tun? Gegen meinen Lehnsherr, Anspruchsteller. Ich könnte das mal. Ach so. Ich könnte das an irgendjemand geben, aber es wäre überhaupt gar nicht so sinnvoll.
Ich glaube, wenn ich mir das anschaue, um Gottes Willen, wer ist denn das hier? Ida von Nürnberg. Oder wenn wir mal hier in den Rat schauen, meines Lehensherrs, dann bin ich sein Ratsspitzel. Also von dem her ist okay. Sonst würde ich jemand anderen einsetzen wollen, natürlich. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Krieg so schnell was wird. Wir könnten eben, ja komm, wir machen das. Ich will einfach mein Baden wieder haben. Wird er die schlachten und dann die Gläubigen rüsten sich zum Krieg. Okay. Gegen wen wollen wir denn? Gegen Alsarg. Der ist in Spanien. Na gut, meine Krieger werden bereit sein. Oh, die kommen zu uns. Das ist schlecht. Wir wollen uns natürlich nicht vernichten lassen. Oh, okay, ja, solange er beschäftigt ist, sozusagen, könnten wir unser Land vielleicht wieder bekommen. Ich brauche noch einen Begünstigten. Okay, dann schauen wir doch mal. Wen ernennen wir denn? Dietrich von Ravensburg? Nein. Das sind alles von mir. Vielleicht Hugo. Hugo finde ich gut. Der Hugo soll das machen hier. Der soll begünstigt werden. Falls überhaupt was rumkommt. Der Krieg hat er jetzt schon angefangen. Nein, beginnt er nicht. Okay. Jetzt kommen die wirklich zu mir, verdammt. Hallo, Bayern, rettet mich mal. Ah, die kommen zu mir, ich habe Angst. Die sollen mich nicht verfolgen. Was seid ihr denn für Soldaten da oben? Jetzt rennen sie wieder weg. Ich konnte Baden noch nicht befreien. Ich mache immer noch leichtes Plus. Wir unterstützen jetzt einfach die Truppen. Oder sollen wir mal dahin gehen? Macht und Wohlstand haben wir. Gebäudebau kosten minus 5. Das ist doch super. Genau das ist das, was wir aktuell brauchen. Bluthundezwinger haben wir gebaut in Grüningen. Sehr schön. Jetzt vernichten sie die doch. So, die Zeit ist gekommen, um ihn, gegen ihn in den Krieg zu ziehen. Na super, das war klar. Ich dachte, das schaffe ich noch. Na gut. Wir erhöhen erstmal unsere Verteidigung, oder? Nee. Wir gehen weiter auf professionelle Arbeitskräfte. So, jetzt haben wir natürlich viel zu wenig Truppen. Das ist natürlich schön, wenn der Krieg hier schon mal vorbei wäre. Björn, okay. Ah, wo gehen wir hin? Mit unseren 600 Trüppchen. Nee. Das sollte Bayern eigentlich schaffen, oder?
Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Wir müssen die Kontrolle in Baden wieder erhöhen. Haben wir natürlich ein leichten Nachteil. Graf Baldo kümmert sich sorgfältig um die Finanzverwaltung meines Haushalts und am Ende des Jahreszeit haben wir weit mehr Gold als erwartet. Wie sollen wir es am besten verwenden, Gemahlin? Kontrollstufe wird sich um 10. Angeregte Entwicklung, das ist natürlich cool. Ich würde sagen, wir investieren das Geld in den Ort, also vor Ort. Haben sich jetzt, ach nee, die sind hier unten. Sieg, bayerischer Anspruch auf Königreich von Ostfrankenreich. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir wohl einen sehr, sehr, sehr starken Vasall. Aber das könnte auch uns... Oh, ein Kind. Ja, unsere. Das könnte für uns natürlich positiv sein, wenn er uns ein bisschen was abgibt hier. Ja. Meine Armeen sind ausgehoben. Ja, das ist richtig. Weil ich ja gerade hier unten beschäftigt bin. Mehr oder weniger. Wo sind denn meine Truppen? Sind die schon wieder aufgemischt? Habe ich die schon wieder verloren? Das kann natürlich sein. Dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Ja, hier, Niederlage. Ein Gemetzel. La Sobaria. Okay. Nee, das waren noch gar nicht meine Truppen, oder? Das kann gut sein. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Man findet seine eigenen Truppen dann nicht mehr. Da sind sie. Wieso stehen die denn da rum? Ach so. Weil wir natürlich verloren haben. Und die haben sich auch alle zurückgezogen. Würde es was bringen, wenn ich ihn da angreife? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn die mir jetzt natürlich gerade da reinlaufen, dann habe ich verloren. Was soll ich denn mit meinen 300 Truppen hier? Das hilft ja so gut wie nichts. Okay, die werden mir wahrscheinlich auch nicht zu Hilfe kommen, was mich sehr verwundert. Eine Tochter, ich war er. Okay. Eigentlich wäre das perfekt, aber... Nö, die laufen lieber hier hin und her. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Kyrala Borg wird eure Wahl und hält 150. Ihr verliert 25 Anspannung. Ein zufälliges... Ach, das ist doch viel besser. Ein zufälliges Geheimnis in unserem Reich. Machen wir jetzt einfach. Wo gehen die denn hin? Ach du Schande. Mitten in das... Ah, okay, das ist kein feindes Land, das ist unser Land. Das ist nicht unseres direkt, aber... Krieg gegen die Tyrannei. Ach du Schande. Ich kann vielleicht da noch mich anschließen. Irgendwo. Oder hier. Das wäre auch okay. Kann ich wenigstens ein bisschen helfen. Meinen Rittern, die ich noch habe. Ein paar Siege erringen.
Uiuiuiui. Ah, es könnte gut ausgehen. Der ist verstorben. Mein Ratsmitglied. Wieder einer. Uiuiui. Okay. Wir brauchen einen neuen Rat. Ein neues Ratsmitglied. Die rennen uns jetzt sozusagen gerade alle in die Klinge hier. Ich könnte jetzt noch nicht mal fliehen groß. Wohin auch, ne? Können wir hoffen, dass es schnell vorbei ist hier. Okay, da gibt es jetzt noch einen Bauernaufstand. Eieie, 104. Können wir da ein bisschen noch was ausbauen? Oder ja, in Baden. Das machen wir doch glatt. Ah ne, machen wir nicht. Da warten wir noch ein bisschen. Schauen wir hier weiter. Mein Ruhm ist weiterhin bekannt. Ja, wir geben auch alles. Ja, okay, solange wir natürlich hier rumrennen. Oh, die haben verloren. Ich möchte natürlich jetzt nicht gerade reingeraten. Ah! Dann helfen wir da mal aus. Oh nein, oder doch nicht. Oder doch. Ich schlendere durch die Marktstätte von Ravensburg. Eine schwere Geldbörse zieht mein Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Bildhauers. Religiöse Bildnisse sind eine solide Investition. Als mein Gemahl Graf Baldo plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Schatz? Seht euch den Stand des Juweliers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Okay, wir könnten Geld hier rein investieren. Hätten wir monatliche Frömmigkeit und Besitztumssteuern plus 10%. Wir könnten es in den Juwelier stecken. Hätten wir einen monatlichen Prestigezuwachs und Steuern, okay. Oder wir erhalten, wir machen Juweliere. Natürlich, ich bin doch eine Frau. Natürlich werden wir Juwelier, den Juwelier besuchen. Wen denn sonst? So, ein paar Ritter können hier das Platt noch wenden vielleicht. Das sieht gar nicht so schlecht aus für unseren. Unseren Krieg. Jetzt, oh, drei Ritter haben wir noch. Ja, da sind noch 3000 hier. Tagino, ein freier Pächter von meinem Land in Grüning, hatte dank seiner sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnliche gute Ernte. Kontrollstufe wird geändert. Ich würde sagen, das ist genau den, wo wir an unserem Hof brauchen. Was? Unser Cousin wurde gefangen genommen? Okay, wir werden hier erstmal weitergehen. Entwicklung, natürlich. Die Entwicklung muss sein. Das ist ja unser Ziel aktuell. Wir werden mal schauen hier, was wir hier jetzt... Ah, jetzt muss ich doch gerade mal schauen. Was wir hier in Grün, jetzt sind wir schon wieder... Jetzt ist schon wieder er hier.
Ulm. Der stirbt aber auch nicht, oder? Mord. Geht nicht. Na gut. Ist der auch nicht in Krieg mitgegangen, ne? Achso, genau. Was ich schauen wollte, ist, ob wir hier noch... Ne, können wir nicht. Okay. Dann werden wir unseren Stand mal bei ihm hier verbessern. Meine Mutter ist verstorben. So viel muss getan werden, es bleibt so wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen würde, ohne meine Geliebte. Ohne meinen geliebten Augenstern, Baldur. Er erinnert mich daran, dass ich alles in Maßen tun muss, um nicht an meine Aufgaben aufzureiben. Wir verlieren Anspannung. Sehr schön. Na, dann gehen wir doch mal hier runter. Schauen mal, ob wir da ein bisschen helfen können. Das sieht gar nicht mal... Ja, das könnte sich arg ausgehen hier. Nicht so gut ausgehen. Ich frage mich halt immer, warum die KI sich denn hier zurückzieht. Wir haben hier echt genug Truppen, um das Ding hier für uns zu entscheiden. Aber gut. Was soll man machen? Weil so treiben die natürlich jetzt jeden Einzelnen auf. Ja. Aber jetzt vielleicht? Nee. Zu wenig. Aber jetzt kommen noch ein paar dazu. Vielleicht. Okay, mein Ratsmitglied ist verstorben. Das ist unser neuer Mann sozusagen. Das sieht nicht gut aus. Ah, je, 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 je. Okay, wir haben wieder viele Truppen verloren. Verdacht von Hexerei. Sie muss brennen für ihr Verbrechen gegen Gott. Okay, ich glaube, wir brauchen mal wieder bald ein paar Höflinge hier. Das sieht langsam gar nicht mehr so gut aus. Unsere Höflinge sterben aus. Oh nein. Was kann ich da nur tun? Ich brauche definitiv mehr Kinder und sonst was. Kannst du nur einen Mündel? Meine Tochter noch. Kannst du unseren Höfling hier großziehen? Das muss ein schreckliches Missverständnis sein. Abstoßende Winfrieda, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe damit nichts zu tun. So, haben wir immer noch einen Ritter da unten, oder? Warum können wir hier nichts ausheben? Ach, guck mal, einen haben wir noch. Wahnsinn. Er kämpft hier bis zum letzten Biss. Eine kleine Mini-Armee. Ne, das werde ich sicher nicht selber leiten. Ja, die reiben sich hier auch schon wieder auf, ne? Es geht schon wieder nach hinten los. Was sind das für Kreuzzüge? Jedenfalls keine guten. Jedenfalls keine, die für uns gut ausgehen. Sollte ja auch mal mich um mein Land wieder kümmern hier irgendwann. Also wirklich. Außerdem brauche ich Truppen. Wo kriege ich denn jetzt Truppen her? Ich müsste in mein Land zurück. Okay, der überfällt das Land da oben. Das ist okay. Kann er machen.
muss die auflösen. Oh. Was? Solange der Feind in der Nähe ist? Ach ja, toll. Ah. Hätte ich fast übersehen. Ja, er rennt natürlich weg hier, oder? So, jetzt habe ich alle Armeen verloren. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten. Unglaublich. Ist ja fast schon peinlich. Die sind hier schön am Rumrandalieren. So bin ich denn die vierte Nachfolge. Da hat die haufenweise Kinder gehauen. Eieieiei. Kann ihm nicht mal Krieg erklären, weil ich mitten in diesem blöden Kreuzzug stecke. Das ist doch ein Mist. Gräfin von Margrethe Herbert von Mandes. Na toll. Das uns hilft. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, guck mal, wir haben schon wieder verlorene Schlachten, 95%. Das ist echt. Haha. Okay, was wir versuchen können, ist nochmal alle auszuheben. Vielleicht nochmal da unten mitzumischen. Weil es sieht schon wieder so aus, dass man da wahnsinnig auf die Mütze bekommen. Ich weiß auch nicht. Also kommen wir mischen wir nochmal mit. Dass wir ein paar Truppen ausheben. Gehen wir hin. Ach ja, müssen wir erstmal runterlaufen, sozusagen. Das kann noch ein bisschen dauern. Seit Monaten gräbt Jedwin, Suffraganbischof von Graf Otto, hanebüchende Verträgung gefälschte Stammbäume. Nun wagt es Graf Otto auch noch zu tun, als ob diesen rechtmäßigen Anspruch auf Grafschaft von Baden ergäbe. Otto. Lügen. Sag ich da nur. Wir sind gerade im Kreuzzug, also wage es nicht, mir hier dumm zu kommen. Ah, okay. Das sieht so aus, als wir den Kreuzzug gerade verlieren würden. So sei es. Kreuzzug und Niederlage. Ja. Ein Georg hat uns verlassen. Gut, dann werden wir mal alle Armeen auflösen. Und dann schauen, was wir tun können jetzt noch hier. Also, wir haben Ulm immer noch Anspruch. Wir haben auf Aargau immer noch Anspruch. Wir werden diese Ansprüche verlieren. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Von allen Posen, die ich schon erlebt habe, in Leofoheims geistlosen Bemühen, meine Beziehung zu meinen Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiziell Graf Alberichs Anspruch auf Mann. Okay, wir hatten noch alles Anspruch auf meine Grafschaft jetzt. Ja, nee, ist klar. Das ist, okay, meine Herrschaft besteht eigentlich, wie gesagt, gerade daraus. Hoffentlich. Sag ich mal, hoffentlich.
wenigstens unsere Grafschaften zu stärken. Guckt euch Bayern an. Okay, mal gucken, was wir gegen unseren Lehnsherr tun können. Herzog von Wenzel. Hätte ich da nicht irgendeinen von unserem Haus? Hey, Innsbruck. Trost in Worten. Meine Bekanntschaft Graf Popo hat ein neues Werk verfasst. Sorge und Schmerz. Eher unsicher. Das Gedicht wird gelobt. Ihr gewinnt 20 von Meinung. Ihr gewinnt 20 Meinung. Ihr verliert 20 Anspannung. Okay. Ja, immerhin. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie, ich glaube mit unseren Onkeln oder irgendjemand anderem, oder wir müssen uns einen Anspruch holen gegen irgendwas, was uns hilft, hier aus dem Schlamassel zu kommen. Am besten wäre wahrscheinlich gegen Alpsee oder so. Na, wieder ein Ratsposten weniger. Na toll. Okay, mal gucken, ob wir Höflinge brauchen. Höflinge. Haben wir welche, die wir an Hof holen können? Ja, ihn hier. Wenn wir natürlich einen Hof rekrutieren, dem direkt mal eine Gemahlin geben. Sehr schön. Dann haben wir doch gleich wieder jemand. Adrian, der darf den gleich mal hier mein wunderbarer Ratskanzler werden. Tja, was soll ich dazu sagen? So läuft es manchmal hier im Leben. Wir konnten uns nicht vergrößern. Das war aber auch gar nicht unser Ziel. Unser Ziel war es, erst einmal hier ein bisschen auszubauen, uns ein bisschen zu stärken, dass wir dann vielleicht auch irgendwann, ja, wieder mit voller Macht irgendwann doch zuschlagen können. Gut, wir haben noch, oh, Margarete, wir haben noch Ansprüche auf verschiedene Ländereien. Zwar schwache, nicht mehr allzu starke, aber ich denke, wenn wir hier noch die richtigen, oh nein, Margarete, krankes Kind. Weideland haben wir gebaut. Wenn wir hier denn noch so weiterkommen, dann wird das vielleicht noch was mit unserer irgendwann Ausbreitung. Und wenn nicht, bleiben wir eine kleine Grafschaft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.